Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt, meine Hübschen. Also, heute gibt es ein besonderes Video. Und zwar wurde ich schon ganz, ganz oft gebeten, etwas Russisches zu kochen, aber in einem Extra-Video. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann suche ich mal also drei Gerichte raus, die ich euch so zeigen kann, die relativ einfach sind und auch so typisch russisch und auch vor allem meine Lieblingsgerichte sind. Die hatten wir im ja, früher als Kinder halt eben total gerne gegessen. Und deswegen werde ich euch nicht lange auf die Folter spannen. Das sind wie gesagt drei Gerichte. Es gibt einen Salat, es gibt einmal eine Suppe und es gibt einmal was Gebratenes aus Teig und Hackfleisch, aber keine Pelmeni. Und ja, ich habe mir gedacht, ich werde wirklich so ein Video mal machen für euch extra, weil sonst teilweise, wenn ich zum Beispiel im Vlog was koche, geht es so ein bisschen unter. Und so könnt ihr dann halt eben sehen, aha, okay, da hat sie jetzt in dem Video jetzt russisch gekocht. So, und könnt ihr mal schreiben, ob ihr das gut findet. Wie gesagt, aber ich wurde halt irgendwie so oft gebeten, einfach mal ein extra Kochvideo oder sogar teilweise, Marie, mach einen Kochkanal. Aber wie gesagt, das wird mir dann auch ein bisschen zu viel. Da muss ich ja zwei Kanäle quasi bestücken, mit Videos bestücken. Und das wird mir auch ein bisschen auf Dauer zu doll, das Ganze. So, also, ich würde sagen, wir starten mal los. Ich werde jetzt mit euch einen Salat machen und zwar hatte ich schon mal in einem von meinen Vlogs mal gezeigt, das ist mein Lieblingssalat auch früher aus meiner Kindheit. Das ist Salat Olivier oder das heißt Zimni Salat auf Russisch, auf Deutsch quasi Wintersalat. Dazu braucht ihr jetzt nicht das ganze Glas Gurken, ne? Ich habe aber diese Gurken hier geholt, die sind von Rewe, die sind super lecker, die mag ich total gerne. Wie gesagt, aus der russischen Abteilung oder russisch-polnischen Abteilung bei Rewe. Ich glaube, Edeka hat sie auch, meine ich. Genau, das ist diese Marke hier. Und die schmecken wirklich sehr, sehr gut. Also besser sogar teilweise als die aus dem Russenladen. Dann brauchen wir Mayonnaise. Dann brauchen wir einmal Dosenerbsen und Karotten, Kartoffeln, Eier, eine Zwiebel und Fleischwurst. Beziehungsweise ihr könnt das Schinken dafür nehmen. Ihr könnt sogar das ersetzen durch Hähnchenbrustfilet zum Beispiel klein reinschneiden. Schmeckt auch super lecker. Oder vegetarische Wurst. Je nachdem, wie ihr halt eben Lust drauf habt. Aber typisch ist es eben so diese Wurst hier, so eine Fleischwurst. Das ist so ein typisches, ja, typische Zutat quasi für diesen Salat. Und ich habe schon mal die Kartoffeln gekocht, die Eier genauso. Bei den Kartoffeln habe ich es diesmal so gemacht, ich hatte sonst immer Kartoffeln mit Schale gekocht und dann abgepult, also quasi Pellkartoffeln gemacht. Aber es ist Quatsch, die sind ja auch gekocht. Das heißt, ich habe sie vorher schon geschält, damit es jetzt einfacher ist gleich beim Schneiden. Da muss man jetzt die Kartoffeln nicht pellen. Und ja genau, drei hart gekochte Eier braucht ihr. Und eine Zwiebel. Von der Menge her wird es jetzt gleich nicht allzu viel werden. Also ich werde jetzt in diese mittlere Schüssel hier einmal was reinlegen. Gucken wir gleich mal auf den Inhalt. Wie gesagt, wenn ihr mehr Leute seid, dann könnt ihr auch ein bisschen mehr schnippeln. Auch von der Wurst brauche ich gleich nicht die ganze. Genau, also ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal ran, an das Ganze hier klein zu schneiden. Nachdem ich jetzt alles zusammengemischt habe, ist es jetzt so, dass ich jetzt das, was wir jetzt essen wollen, habe ich jetzt einfach als Portion umgefüllt, mit Mayonnaise quasi vermischt.
Da könnt ihr auch statt Mayonnaise zum Beispiel Schmand nehmen. Schmeckt auch super lecker. So esse ich das zum Beispiel gerne. Also mit Schmand. Oder ihr könnt auch Salatcreme nehmen, je nachdem, was ihr so mögt. Also wie gesagt, ich esse es unheimlich gerne mit Schmand. Und in Russland hatten wir immer Mayo genommen. So. Das heißt, alles, was ihr dann quasi portionsweise essen wollt, würde ich mit Mayo vermischen. Den Rest würde ich so lassen. Einfach umfüllen und in den Kühlschrank stellen. Also niemals jetzt irgendwie jetzt komplett, wenn man das weiß, okay, man isst es sowieso nicht auf, würde ich jetzt nicht alles vermischen, weil so hält er nämlich ein bisschen länger, weil ihr keine Mayo drin habt. Und so kann er im Kühlschrank ein paar Tage bleiben und ihr könnt je nachdem portionsweise immer vermischen und das dann eben auch aufessen. Ja, so sieht das Ganze aus. Vergesst natürlich nicht, Salz dazu zu geben. Wobei ich finde, dass hier jetzt unheimlich ja, genug Salz drin ist. Wir haben Wurst, die hier salzig ist, die Gurken sind salzig. Mayo hat sicherlich auch ein bisschen Salz. Also wie gesagt, vom Geschmack her muss ich das wahrscheinlich jetzt nicht mehr haben mit dem Salz, aber wenn ihr das gerne mögt, könnt ihr gerne einfach dazugeben. Ja, so, der Salat ist fertig. Kommen wir jetzt einmal zum nächsten Gericht und zwar sind das Chibureki. Das sind so Teigtaschen, in denen Hackfleisch drin ist. Der Teig geht total einfach. Zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Die Füllung, Hackfleischfüllung, könnt ihr nach Belieben machen, wie ihr das immer macht. Ich habe hier jetzt einfach mal eine Zwiebel dazu geschnitten. Dann habe ich Trockenknoblauch, schwarzer Pfeffer und ein bisschen Salz. Das wird jetzt alles vermischt. Das ist die Füllung. Und dann machen wir uns einmal an den Teig ran. Für den Teig brauchen wir 600 Gramm Mehl, 50 Gramm Butter. Ich schmelze gerade die Butter. Die ist schon auch geschmolzen. Ist fertig. Damit es einfacher geht gleich. Ein Glas Wasser, ein Teelöffel Salz und zwei Eier. Und dann wird das alles zusammen einfach vermischt. Nun werde ich einmal das hier alles zu einem etwas glatteren Teig verarbeiten, wie so ein Brotteig. Und das zu einem so Baguette sozusagen, so eine Wurst formen, damit ich dann ein bisschen was abschneiden kann und nachher einfach auch diese kleinen Fladen für die Chipureki ja, machen kann. Schaut mal, der nächste Schritt wäre, ich habe den Teig jetzt ein bisschen ruhen lassen. So ausgerollt und liegen lassen, das ist so ein bisschen. Das heißt, hier werden gleich mal so vielleicht so ja, 1 cm breite Streifen geschnitten und daraus mache ich so ganz kleine Fladen, wo ich dann die Hackfleischfüllung reinfülle. Und so sehen sie aus. Das heißt, ich werde jetzt das alles so zu solchen Taschen formen und einmal braten. Ansonsten bin ich jetzt fertig, wie ihr da sehen könnt im Hintergrund. Also einmal hier. Ein bisschen Hackfleisch ist übrig geblieben. Also ich war ja vorher so ein bisschen sparsam mit dem Hack, aber es ist nicht schlimm. So sieht das Ganze aus. Ich habe jetzt so viel rausbekommen. Übrigens, Hackfleisch hatte ich 500 Gramm, falls ihr fragt. Also und der ganze Teig ist verbraucht. Da sind noch 4 und jetzt möchte ich das gerne einmal braten. Die Chibudikis braten. Ihr müsst halt ein bisschen mehr Öl, habt ihr wahrscheinlich gesehen, ne? Ein bisschen mehr Öl dazu geben in der Pfanne, sonst brennen die uns an. Das wollen wir nicht. Und vorher, wenn ich sie rausnehme, wenn die gebraten sind, möchte ich sie gerne auf ein Sewa-Tuch legen, damit dieses ganze Fett so noch ein bisschen abgesaugt werden kann, weil die sind wirklich ein bisschen dann zu fettig. Aus den beiden übrigens habe ich hier, oder aus dem Rest vom Hackfleisch habe ich jetzt zwei Frikadellen geformt. Ja, so geht es ja auch. Ja, also wir warten jetzt erstmal, bis sie hier von beiden Seiten angebraten sind und dann werde ich nach und nach alle anderen auch mit anbraten.
Ihr Lieben, wenn die so aussehen, sind die fertig. Ich habe von beiden Seiten jetzt angebraten und jetzt kommen die einmal raus. Aber am besten mit einer Pfanne. So. Brustet aber richtig, ne? So. Und jetzt mache ich einfach mal die nächste Ladung hier so rein. An Öl reicht das völlig. Schaut mal, ich habe jetzt auch ein bisschen runtergestellt auf 6. Wir spritzen das hier alles so voll. So. Aber das riecht schon so gut, ne? Das ist richtig mega. Dann schaffe ich jetzt noch einen hier mehr reinzulegen. Ich habe auch teilweise noch kleinere so gemacht. Die sind auch ganz cool eigentlich. Mal große, mal kleine. Ja, also ich brutzel noch ein bisschen weiter. Nun kommen wir zum nächsten Gericht. Und zwar gibt es hier eine Suppe, wie ich vorhin schon sagte. Und zwar diese typisch russische Suppe, Borsch. So, dafür braucht ihr Kartoffeln, Karotten, Sellerie. Ich habe jetzt hier Suppengemüse gehabt, ne? Einmal mit Karotte, Sellerie und Porree. Das war quasi alles in einem in einer Packung. Dann ein paar Tomaten, grüne Paprika, Zwiebeln und Spitzkohl. Ihr könnt auch Weißkohl nehmen. Dann brauchen wir Tomatenmark, ein bisschen Sauerkraut. Das schmeckt auch ganz gut, wenn man das mischt. Rote Beete muss ich noch schälen. Und hier habe ich schon mal ja, die Keule quasi ins Wasser gelegt, Wasser aufgefüllt und jetzt muss es erstmal gekocht werden. Während das hier kocht, werde ich dieses hier alles, also die Kartoffeln noch nicht, Kohl auch nicht, aber dieses hier alles zusammen in der Pfanne anbraten. Das Gemüse brät noch an. Das rühre ich zwischendurch mal um, damit mir das nicht anbrennt. Im Endeffekt habe ich jetzt alles, was ich geschnippelt habe, hier reingetan, weil irgendwie kam mir das ein bisschen zu viel vor. Ich habe nämlich heute einen etwas kleineren Topf. Die rote Beete, die habe ich geschält und halbiert und quasi hiermit dazugegeben. Wichtig ist gleich für mich, dieses einzusammeln. Das muss alles, was vom Kochen kommt, also dieses Schaum, muss ich einmal abschöpfen. Und hier kommt gleich Tomatenmark rein. Genau. Und ich glaube, ich muss noch ein bisschen salzen, weil das ist mir dann wahrscheinlich zu, wie gesagt, Salz ist hier nicht nirgendwo. Deswegen, ich habe ja keine Brühe und nichts. Deswegen werde ich auch Borsch salzen. Ansonsten schmeckt das wie Wasser. Das Fleisch kocht immer noch, ist noch nicht durch. Ich habe jetzt auch nur einen Schenkel da reingelegt, das reicht völlig. Und nun kommt Tomatenmark rein und wird alles nochmal vermischt. Ich gebe noch mal ein bisschen Wasser dazu, damit das hier nicht anbrennt gleich. Noch eine ganz kleine Anmerkung zum Fleisch. Und zwar habe ich mich bewusst eigentlich für Hähnchenschenkel entschieden. Man hätte auch normalerweise nennt man für Borsch Knochen mit Mark. Richtig so Rinderknochen mit Mark. Und das mag ich aber nicht. Ich finde es überhaupt nicht so gut und man muss es stundenlang kochen. Schmeckt natürlich besser, aber so schmeckt es auch sehr gut und das reicht völlig aus. Deswegen habe ich gedacht, so, ich nehme jetzt Hähnchenschenkel, reicht völlig aus. Und so sieht es aus, kocht immer noch, ist noch nicht fertig. Und genau, aber wie gesagt, ihr könnt auch nehmen, was ihr möchtet. Also normalerweise nimmt man einfach, wie gesagt, Knochen mit Mark. Oder auch dann nachher so Rindfleisch so ein bisschen, ne? Aber ich mag das eigentlich viel lieber. Erstmal geht es viel schneller und schmeckt aber meiner Meinung nach auch sehr gut. So, hier ist alles jetzt vermischt. Das heißt, ich habe das jetzt ausgeschaltet, warte jetzt, bis nur noch einmal das Fleisch durch ist. Und dann kommt es alles damit rein, genauso wie die Kartoffeln. Die müssen ja auch noch ein bisschen kochen. Spitzkohl braucht gar nicht so lange, genauso wie Sauerkraut. Gibt natürlich nicht das ganze Glas, also vielleicht ein, zwei Esslöffel reichen auch völlig. Und dann nur noch zum Schluss nachher Petersilie und Dill. Wenn ihr frischen Dill habt, ist es natürlich noch besser. Ich hatte nämlich keinen. Ich hatte jetzt gestern beim Einkaufen keinen gefunden. Ich hatte jetzt nur noch Petersilie frisch. Und Dill habe ich gedacht, okay, dann nehme ich den tiefgefrorenen. Das müsste auch gehen. Aber wie gesagt, das kommt ganz zum Schluss.
Das Fleisch habe ich rausgeholt. Schaut mal, so sieht das aus. Das habe ich jetzt, das ist durch. Rote Beete auch. Rote Beete könnte man jetzt aber reiben und Mitte dazugeben. Mache ich jetzt aber nicht. Die Brühe sieht so aus. Schaut mal. Ich habe ein bisschen Wasser jetzt nachgekippt, weil das doch ein bisschen zu wenig war. So viel Wasser ist nicht rausgekocht. Und nun kommen Kartoffeln hier rein, die jetzt ein bisschen länger brauchen natürlich als alles andere, weil das andere ist ja schon durch. Und danach kommt Spitzkohl. Dann kommt das hier mit rein gleich und dann jo, ist die Suppe eigentlich auch schon fertig. Da muss ich nur noch einmal abschmecken gleich mit ein bisschen Salz und dann ist sie auch gleich dann durch. Riecht total gut. Ich habe noch die ganze Zeit gedacht, irgendwas fehlt, irgendwas fehlt. Und das ist der Knobi. Ich habe jetzt die drei Knoblauchzehen einfach mal geschält und so geschnitten. Das wird man natürlich nicht mitessen nachher, aber das gibt nachher einen ganz tollen Geschmack. Das muss man ja halt nicht mitessen nachher, wenn man das dann irgendwie gerade erwischt. Aber das kommt nochmal dazu. Und Sauerkraut. Jo. Das ist jetzt der Rest, wie gesagt, und das muss ich ein bisschen aufkochen. Die Suppe ist fertig. Ich habe alles da jetzt reingegeben. Muss noch ein bisschen jetzt köcheln, aber auch nicht mehr lange. Und Kräuter sind auch mit drin und das riecht schon so gut. Jetzt muss ich noch ein bisschen salzen, um zu gucken, genau wie viel wir gleich brauchen überhaupt. Und ansonsten ist sie fertig. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, dass ich zu wenig Kartoffeln hier habe. Vielleicht nehmt einfach eine Kartoffel mehr. Also, genau. Und das Fleisch, mit dem Fleisch verfahre ich dann so. Ups! Ich werde das auseinanderpulen, also alles von Knochen lösen. Ein bisschen kleiner schneiden, anbraten und dann bekommt es jeder halt mit auf den Teller. Also man füllt halt die Borscht, also die Suppe, in eine Schüssel. Und obendrauf kommt einfach das Fleisch, das angebratene Fleisch. Das schmeckt viel, viel besser. So, aber an sich, wie gesagt, ist mir das ganz gut gelungen. So meinte ich das vorhin. Guck mal, ich habe das Fleisch jetzt klein geschnitten, also auseinandergepult, klein geschnitten. Und jetzt brate ich das mit ein bisschen Knoblauch, paar Gewürzen einfach mal an. Das schmeckt wirklich viel, viel besser. Und wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist, als ich die Suppe abgeschmeckt habe? Habe ich gedacht, warum ist sie scharf? Dann gucke ich auf meinen Tomatenmark. Da steht scharf drauf. Ich habe nicht aufgepasst beim Kaufen. Ist aber nicht schlimm. Also es ist nicht. Zum Glück habe ich nicht allzu viel reingemacht. Man kann da noch ein bisschen mit Wasser verdünnen und dann wird das schon irgendwie. Schmeckt aber trotzdem gut. Also wie gesagt, passt auf beim Kaufen, nicht so wie ich. Ich wusste auch gar nicht, dass es einen scharfen Tomatenmark überhaupt gibt. Aber nun gut. Also ich werde jetzt einmal ganz kurz alles in so einem Teller servieren und dann euch mal zeigen, wie das schmeckt, nein, wie das aussieht und das schmeckt gut. Also nur, dass es halt ein bisschen scharf ist, also nicht zu doll, aber trotzdem die Schärfe ist da. Hat er schon wieder gefragt, woran das liegen kann, weil so die ganze Gemüse ist ja nicht scharf, aber halt eben Tomatenmark, ne? Na gut, ihr Lieben, also wir sehen uns dann gleich. Das sind jetzt hier meine Gerichte, die ich heute gefühlt irgendwie den ganzen Tag gekocht habe. Also angefangen habe ich ja mit dem Salat, habe ich euch ja gezeigt. Dann hatte ich die Spirecki. Die sind auch super lecker, habe ich selber schon probiert. Und zum Schluss noch einmal Borsch. Also hier fehlt aber noch einmal ein Klacks Schmand. Also jetzt ist es perfekt, ihr Lieben. Jetzt habe ich es soweit geschafft. Es ist alles fertig. Schmand, das hatten wir aus dem Russenladen, hatte ich von Christi jetzt nochmal genommen, weil ich zu Hause keinen Schmand habe. Aber sie hatten noch was und wie gesagt, ihr könnt ganz normalen Schmand nehmen oder auch Creme Fraiche. Das schmeckt auch sehr gut auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, dass euch das gefallen hat, was ich für euch quasi oder mit euch zusammen gekocht habe. Ich würde mal gerne schreiben, ob ich vielleicht noch mal ein paar andere Gerichte euch mal zeigen kann oder soll. Und ja, auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht. Wie gesagt, und dann schmeckt es auch noch gut. Ne? Na gut, ihr Lieben. Also, schön, dass ihr bei diesem Video dabei gewesen seid. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und passt bis dahin auf euch auf. Tschüss. Viel Spaß beim Nachkochen, falls ihr das dann macht.